Herzlich willkommen zu meinem Livestream heute Morgen. Ich bin heute Morgen vor der Arbeit noch ein bisschen am Bauen gewesen, habe gedacht, okay, dann kann man das auch aufnehmen. So, was habe ich im Laufe der letzten Woche gemacht? Ich habe meinen Park am Schloss, das Naherholungsgebiet mit Badesee fertiggestellt. Dann gehen wir mal ganz kurz raus in den Spielemodus. So. Und hier fliegen einige Vögelchen rum. Wie man sieht, sind hier auch die Fische schon unterwegs. Einige Badegäste sind schon da. Am Imbiss wird schon angestanden. Der DLRG macht sich auch schon bereit. Weil einige Leute sind ja schon im Wasser. So. Leute parken auch wie wild hier auf den Seitenstraßen. Ja, so. Und das Schloss hat auch seinen Parkplatz bekommen. So. Da haben wir einen kleinen Flusszufahrt. Da gehen die Leute schon über die Brücke mit dabei. So, was habe ich noch gemacht? Ja. Minigolfplatz ist eingerichtet. Ja, das haben wir ja schon letzte Woche gesehen. So. Dann habe ich das nächste Viertel fertiggestellt. Hier mit einem kleinen Park vor dem Museum. Hier wird noch was restauriert. Gebaut. Dann habe ich hier dann mal einige Einbahnstraßen gesetzt. Dass es immer nur in einer Richtung geht. Auch hier wieder die Häuser. Bisschen Begrünung dazu. Die entsprechenden Zugänge mit Mülltonnen gemacht. Kinderspielplätze mit dabei. Passende Parkplätze und Müllplätze dabei. Da geht sogar in die Tiefgarage mit runter. So, da wird auch wieder fröhlich gefahren. Ich habe zwei neue Buslinien etabliert, die dann auch hinten vor dem Fernsehturm und vor dem Park halten. Die müssen sich aber erst noch etablieren. So, was haben wir hier für einen Stau? Ah ja, der wartet nur auf freie Fahrt. Ja, das müsste sich aber gleich geben. Ja, da fährt noch die Straße mal rüber. Dann müsste der, glaube ich, dann als nächstes kommen. Ja. Da stimmt irgendwas nicht. Als erstes sollten die Straßenbahnen Vorrang haben. Dann gucken wir doch gleich mal nach. Eins, zwei, drei. Der muss dahin, der muss geradeaus. So, bei der nächsten Umdrehung dürfte er dann jetzt die Straßenbahn freigeben. Aha, erst kommt die dran, okay.
So, jetzt hat die wieder grün, also löst sich der Stau gleich auf. Gut. Ach, da haben wir auch einen berufsbedingten Stau drin. Der wird sich aber durch die Ampelschaltung gleich selbst auflösen. Da brauche ich noch nicht einzugreifen. So. Gut. Hier habe ich auch noch ein bisschen was gemacht für den Hinterhof. Da wollte ich auch noch eine Kleingartenanlage reinsetzen, aber dazu mache ich das später. So. Ziemlich weiße Flächen noch überall, also ich habe noch genug zu tun. Ich muss auch noch die Fabrik ans Netz mit anschließen, dass die LKWs da rein und raus fahren. Hier wollte ich auch noch mal ein Fabrikgebäude machen als Anschluss mit dazu. Jo. Das war so das, was ich bisher gemacht habe. Warum steht ihr da schon wieder? Gehen wir da auch mal kurz gucken. Ja. Da hat man wieder einen Kontakt nicht richtig ausgelöst. Ja, jetzt fahren sie wieder. Ich denke mal, so langsam wird's. Aber ich merke, von Bauen zu Bauen, dass immer mehr meine Rechenkapazität zusammenbricht. Es ist doch schon reichlich, was ich hier gemacht habe auf der Anlage. Aber wieder noch lange noch nicht fertig. Bin mal gespannt. So. Die Straßen habe ich inzwischen auch freigegeben, dass die Leute hier reinbiegen können. Es scheint soweit zu funktionieren. Dann löst sich der Stau so langsam auf. Ja, Auto biegt ab. Prima. Funktioniert das auch. Da fährt einer rum. Ist auch in Ordnung. Die fahren geradeaus. Was haben wir hier für einen? Ja, Linie 2 geradeaus. Passt auch. Jawohl, er fährt geradeaus, prima. Gut, den Einkaufsbereich muss ich auch noch mit Autos befüllen. So, was bist du für eine? Muss ja auch Linie 2 sein. Jawohl, fährt auch geradeaus, prima. Ja, die Feuerwehr muss ich auch noch anschließen, weil das wollte ich jetzt auch noch in näherer Zukunft machen, dass die zu Einsätzen raus können. Man muss dann hier die Ampelschaltung dafür gewährleistet sein. Das ist auch noch so ein Projekt, was ich dann nebenbei mache. Jo, den ADAC muss ich auch noch anschließen, damit dann die Leute hier rein und raus fahren können. Den Parkplatz vom ADAC, vom akkubeschleppten Autos, muss ich auch noch befüllen. Hubschrauberlandeplatz muss ich auch noch aktivieren vom ADAC, damit er da landen und starten kann zu Rettungseinsätzen. Ja, wenn wir gerade bei Rettungseinsätzen sind, ist natürlich das Krankenhaus auf der anderen Seite der Stadt auch noch gefragt. Wo haben wir es? Da haben wir den Komplex. Auch da muss ich den ADAC dann hinschicken, mit starten und landen und wieder zurückfliegen lassen. Oh, den Hafen habe ich noch gar nicht in Angriff genommen. Und den Bahnhof muss ich auch noch fertig machen. Wie man sieht, ich habe noch genug zu tun. Hier laufen mir auch noch zu wenig Leute rum.
in der Innenstadt. Das muss ich dann auch noch machen. Wie man sieht, ich habe noch... Oh, ein weißer Fleck in der Landschaft. Nicht gut. Ich habe da an dem Viertel ein bisschen was rumgebastelt, deswegen ist mir das nicht so aufgefallen. So, aber das kann man ja relativ schnell und leicht wegmachen. Jo, hier hatte ich mir dann noch überlegt, hinter dem Restaurant noch einen Biergarten zu machen. Mit dem kleinen Zugang hier an der Seite. Ja. Nein, machen wir nicht. Ja, dann machen wir das jetzt mal als allererstes. Dann klauen wir uns mal hier die Biergartengarnituren. Da brauche ich sie nicht zu suchen. Ja, so hundertprozentig gerade muss es ja nicht sein. So. Gucken, was habe ich hier für Sonnenschirme. Das sind nämlich die. Nehmen wir den. Ja. Da die ziemlich groß sind, kann ich da nicht so viel hinstellen, weil sonst überlappen die sich hier, wie man gerade sieht. So, noch einen auf die Ecke drauf. So. Okay. Wir machen jetzt noch einen Zaun. Was nehmen wir denn da? Den Maschendrahtzaun. Ich blende mal ganz kurz die Landschaftselemente raus, damit die mich nicht so großartig stören. So, einmal kopieren.
90 Grad drehen. Fast schon gut. Ich mir den auch von der anderen Seite. Nein, ich will mal nicht speichern. So, dann muss ich jetzt noch eine Tür reinsetzen ins Haus, weil irgendwie soll ja auch die Kellner etc. da rauskommen. Nehme ich dann von der Spedition die Tür. So, dann können die Kellner da rausgehen. Eine Pforte brauche ich noch dazu. Da haben wir sie. Alles noch. Ja, ob ich das mit dem Skalieren hinkriege. Nee, das sieht nicht aus. Bum, 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 bum. Nee, die Zäune passen irgendwie nicht zur Pforte. Dann muss ich doch auf die Splines gehen. Dann nehme ich wieder den Indie-Zaun. So. 2 Meter, das sollte reichen. So, ist der Eingang auch zu. Gut. Ich denke mal, ich lasse den Rasen da stehen. Ja.
Ich muss einmal zur Schule. Morgen die Schule. Schule. Hallo, Schule. Ach, die ist ja direkt nebenan. Hatte ich hier nicht die Lampions? Nee. Das ist das Blöde, wenn man die Lampen gesetzt hat. Bist du nicht willig, so brauche ich dich. Muss ich dich verschieben? Reagiert immer noch. Nein. Das gibt's auch nicht. Man sollte Lampen immer zum Schluss setzen. Reagieren immer noch nicht. Welcher von den Lampenmasten reagiert denn jetzt? Die andere Seite. Einmal darüber. So, verloren. So, ich lege ich mal da ab. Stelle ich dich da mal wieder hin. Da mal wieder hin. So. Einen Biergartenschalter habe ich leider noch nicht gefunden. So. Landschaftselemente wieder rein. Gut. Damit haben wir dann einen kleinen Biergarten gebaut. Ob ich da jetzt so ein paar Personen reinsetze, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. So, Garageneinfahrten, Autos mit reingesetzt. Ja. Die Schule müsste ich eigentlich auch noch mit Kindern bevölkern, aber auch das mache ich später. Erstmal kommen andere Sachen dran. Gut. Da ich jetzt gleich wieder zur Arbeit muss, würde ich sagen, ich mache mal Schluss für heute. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Impressionen über meine Anlage gezeigt.
würde mich freuen über einen Daumen hoch. Wünsche euch noch einen schönen Tag und würde sagen, bis zum nächsten Mal.